Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life is Feudal und zwar heute in einer etwas anderen Konstellation. Rechts von mir steht der Jack Fleischhammer. Hallo, ach du bist der hier. Ach ja, ich bin der. Hallo Minions. Wir sehen alle gleich aus, man kann sich leider auch nur, also Bob erkennt seine Antenne und genau, Bob ist auch mit dabei. Bennett Bob hat es endlich geschafft. Allerdings hat er keinen Ton, die arme Sau, und hört diese fantastische Musik nicht im Hintergrund. Darf ich nochmal? Und den Fleischhammer lade ich gleich mal ein in unsere Unit. I accept it. Außerdem mit dabei, ihr seht es schon oben links, in der Gruppe unten links so rum, Jorle Wiesenroth. Hallo Jorle. Moin. Tag, moin. Ja, Jorle war so nett und hat uns hier schon mal die Welt etwas vorbereitet. Und zwar, wenn wir auf die Map schauen, sind wir unten, jetzt hängt es gerade wieder, so jetzt hat er's. Unten rechts am See sind wir. Also zwischen Cooksberg und Miami Beach, unten rechts. Und wir spielen auf einem kleinen Server und Jorle hat sich bereit erklärt, etwas hier vorzubereiten für uns. Denn wir mussten ja da neu anfangen. Hier ist ein komplettes Gebiet geflattet. Also ich habe ein wenig gearbeitet. Also dieser komplette Bereich, diese Lichtung ist geflattet, so ein bisschen terrassenartig angelegt. Und er ist schon auf eine Ebene gebracht. Das heißt, dass diese langwierige und langsame Arbeit ersparen wir euch. So, bau auf. Ja? Was machst du da? Ich lowere Ground. Warum? Weil eben... Bob, warum? Bob, den Berg sollst du abbauen. Hier, den. Ach, guck den. Mal. Ach, den. Oh, ey, schreib ihm Auftragszettel. Memo. Also wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Der Herr Fleischhammer wird den Schmied machen, der Minjas wird den Baumeister machen, Jorle und Bob, beziehungsweise Bob wird den Jäger lernen und ein paar Fallen stellen und praktisch für Essen sorgen. Und Jack und ich. Die Kräuterhexe. Genau, die Kräuterhexe. Genau, den Kräuterbob. Jorle macht die Kräuterhexe, die Alchemistin. Ich drücke jetzt mal die 5. Jetzt hat es. Jetzt sprinte ich zu dem Steinbruch. Ja, wir haben einen Steinbruch da hinten. Das habt ihr vielleicht in der Livestream-Aufnahme schon gesehen. An der gleichen Stelle wurde jetzt ein kleiner Steinbruch angelegt. Dort werde ich mit dem Jack ein bisschen minen. Ich werde scharfe Steine herstellen. Den brauchen wir für den Hausbau. Jorle, du kannst relativ gut Bäume umhacken. Mhm. Ja, ich bin leider noch überladen. Ich muss das Zeug erstmal loswerden. Ja, gut, klar, mit der Axt. Ha! Schleppt ihr alle. Genau, ganze Bäume. Na logisch, mit einem Finger. Ne? Oh, da paart sich gerade ein Wolf mit einem Elch, da wollen wir natürlich nicht stören. Die gibt's doch immer irgendwie nur im Doppelpack, ne? Ja. Oh, der riecht da. Guck mal. Der riecht, ja, das machen wir so. Am Elches Arsch. Oh Mann. Jorle hat hier übrigens auch schon was ausgehoben. Wir machen hier einen richtig schönen Tunnel. Wir müssen dazu sagen, wir sind jetzt in der Aufnahme und ich will es nicht beschreien, aber wir haben so ein bisschen Probleme gehabt die letzten Tage. Nee, es lief super. Das ist alles gut. Ich kann nur so viel sagen, wir hätten schon viel früher noch weitere Aufnahmen gebracht. Ja. Der liebe Fischkopf übrigens, der ist gerade nicht dabei, der muss leider arbeiten und wird aber dann in weiteren Folgen, späteren Folgen mit dabei sein. Jorle. Ja, Bob. Du hast ihn übrigens auch gerade lieben Fischkopf genannt. Entschuldigung, dass ich euch unterbreche. Achso, weil ich lieb gesagt habe? Ja, ja. Der liebe Fehler im System. Ich mach mal hier oben, okay? Ich esse erstmal einen Apfel, damit ich auch arbeiten kann. Und dann. Rein mit der Axt und noch einen Schlag. Wo du bist, ist auch Eisen, wa? Oder? Ja, wo ich bin, ist vorne. Ist auch gut. Ich überlege jetzt gerade, ob ich eine Ebene höher gehe. Und wenn ich mal hinten bin, ist hinten vorne. Aber hier ist kein Eisen drin. Ja. Ach, nur unter mir ist Eisen. Wahrscheinlich. Ich meine mit dir. Ich habe Clay gefunden. Schon overbaut hier. Ja, genau das solltest du herbringen. Ich habe wirklich nur Eisen abgebaut. Entschuldigung, dass ich euch schon wieder unterbreche. Also wir sind jetzt hier dabei, den ersten Ofen zu bauen. Bob, jetzt siehst du hier, also ich habe das angelegt, dann erscheint so ein kleines Schild und dann muss man erst die Ressourcen reinpacken. Das ist bei jedem so. Und du kannst jetzt mal auf... Create drücken. Und da dürftest du mal dein Leben darfst du mal reinpacken. Drauf, oder? Ja, genau. Oh, ich bin jetzt schon voll. Ich kann da nichts machen mit. Du baust doch nur Eisen ab, ne? Oder? Ja, keine Steine, die ich eigentlich brauchen könnte. Aber ich bringe jetzt erstmal das Eisen zurück an die Basis. Verstehe. Und dann haben wir nämlich wobei Eisen haben wir da ja schon eine Menge, wa? Der Bob ist einfach noch nicht gut geskillt. Gut, ich gehe fischen. Tschüss. Ja, genau, geh doch mal fischen. Dann können wir die Fische kochen. Was passiert? Drück die 5. Nee, drück du mal bitte die 5. Los. Geht gerade nicht, weil er cool dann hat. Aha!
Aber, also, du kommst den jetzt hier nicht. Der Elch macht irgendwie Geräusche. Hat er den, der hat den Wolf gegessen. Also, das steht killen. Warum? Oder siehst du noch einen Wolf? Nee, oder der Wolf ist hinten drin. Ich meine, er hat sich ja hinten angestellt. Wow. Oh, ich setz mir mal hin. Ups. Meine Deutschlehrerin damals. Ja, ich glaube, wir stören da. Deine Deutschlehrerin? Ja, die war auch so drauf. Die hat die Siebenklässler immer gefressen. Haben wir immer gesagt. Die hat sich in der Klasse immer auf den Schüler gesetzt. Weg war er. So ungefähr, es war dann so. Kennt ihr, bei der Gelegenheit, wo das Niveau schon am Sinken ist, kennt ihr diese Gleitcreme-Werbung? Na? Das ist eine Print-Medien-Werbung, also ein Bild nur. Ihr kennt doch Hamburg Hafen, ne? Jack, ne? Sagt ihr was? Ja, ja. Da sind doch diese Poller, wo die Schiffe ihre Seile dran anlegen. Ja. Gell? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Vor der Tür, ja. Achso, vor der Tür? Ah ja, gut. Und da sieht man eine Frau in so einem großen Abendkleid, die sitzt an der Hafenkante. Genau da, wo ein Poller wäre. könnt ihr euch vorstellen? Und dann steht unten rechts halt irgendwie, keine Ahnung, Durex, Gleitcreme, ich weiß, keine Ahnung, irgend sowas. Das war eine krasse Werbung. Also sie ist immer schön im Abstand, weißt du, links und rechts davon die Pöller und genau da, wo auch noch einer wäre, ist halt nichts. Nur so das Kleid drüber geworfen, weißt du. Wow. Ja, ist schwierig, ich weiß, aber... geil. Vor allem, wie hat Ansat, wo das Niveau schon mal am Sinken ist. Ja, ich dachte, da können wir noch einen drauflegen. Wie hast du dir geschafft? Ach, jetzt ist bei mir erst abgelaufen. Jolle, geht nicht. Wo soll ich das Zeugs hinpacken? Ich weiß, Bob, wir müssen dich erstmal ein bisschen scalen. Oh, was steht da jetzt? Was steht da? Muss ich da was reinwerfen? Kann ich da was reinwerfen? Geh mich. Oh, ist das schlecht. Ich werde gerade noch meine Erde los, weil ich halt überladen bin. Bob, dann mache ich den Ofen schnell fertig. Darf ich hier eigentlich Ofen drin werfen? Helen? Wenn du Material für den Ofen hast? Helen? Gottes Willen, treff ihn. Also Lehm. Achso, kann ich Lehm mit abwerfen hier? Hast du denn Lehm? Nee. Also hier vorne neben dem Eisen habe ich schon ein bisschen Lehm aufgeschaufelt. Kann ich dir darin werfen hier? Zum Beispiel jetzt, ich habe hier 12, noch 19. Was ist denn das hier? Wine. 19. Nein, nicht Lehm. Doch so viel, ja. Wine Plant Fiber. Übrigens als Info, was hier schon liegt, Jolle hat nicht nur den Ground geflattet, sie hat auch ein bisschen vorbereitet und zwar, das ist hier alles schon Eisen, das stammt nämlich hinten aus der Mine. Also hier, wo ich gerade mein restliches Eisen dazugepackt habe. So viel war es jetzt nicht. Ach, ihr baut da oben schon mal einen Ofen. Sollen wir was tragen helfen oder kommt ihr klar? Wenn ihr ich helfe da kurz mal mit hier, ein bisschen Lehm sammeln. Okay. Kann dann einer schon von euch dieses Construct machen? Also ich kann darauf zugreifen, Bob kann das noch nicht. Habe ich die Möglichkeit, euch das Clay zu übergeben? 400 Lehm müssen noch rein. Dann ist der Ofen fertig. 400 Lehm, mach ich mit Flatten Ground, oder? Ich kann nur Construction Material. Nur Lower Ground. Lower Ground, okay. Jetzt habe ich Flatten Ground. Ich kann Furnace basteln. Bonaze, den kannst du gleich daneben stellen, neben den anderen. Was hast du da gerade vor? Bonaze? Bonaze. Furnace. Ja. Bonanza? Ach, Bonaze! Bonaze, eben. Oh Gott, wie schlecht, ey. Das ist ja Minas Witz hier. Oh. Also war jetzt aber, jetzt? Das war gemein. Ich wollte mich also eigentlich hüten. Entschuldigung. Ja. Was passiert, wenn ich overbounded bin? Dann solltest du dein Inventar leer machen. Immer weiter schaufeln. Ich glaube, er hat es nicht ernst gemeint. Ich hatte das Gefühl, Ich habe 12 Steinchen. Kann jemand Steinchen gebrauchen? 40 Äpfel? Hey, so. Das ist mein Sack. Geh weg da. Oh, ups. Der ist leer. Was? Nicht doch, das ist mein Säckchen. Kann dir Cookies anbieten. Muss ich einfach nur Flatten Ground machen, ne? Bob. Ja. Mädels? Was, 400? Boah, 400. Hier? Flatten Ground hier? Wie Flatten Ground? Nur Lower Ground. Mike doch. Bob, ja, ja. Wo ist mein Sack? Bob, gib mir mein Zeug wieder. Ich verarbeite schon mal das Material, was hier drin liegt. Ist schwierig gerade, weil ich habe es auf. Ich dachte, es gehört niemandem und dann habe ich einfach. Bob redet irgendwie höher als sonst. Ja. Merkst du das? Ich habe Angst, dass ihr gleich. Ich drehe mal die Kamera, damit man was sieht. Nein. Das ist der Moment, wo er auf seine Angel aufgespießt wird. Das bleibt jetzt spannend. Bob. Nein. Also, leg's mal gib mir das wieder, du. Wohin denn? Wie, wo? Drop, einfach droppen.
Kann ich das per Mausklick machen oder muss ich das immer rüberziehen? Da sind halt gute Saplings schon für uns drin, die habe ich von Bäumchen gepflückt. Nee, Saplings habe ich keine. Die habe ich weggeworfen. Nee, habe ich nicht. Also guck, hier habe ich einen Sapling. Den habe ich aber gefunden. Stopp, den habe ich gefunden. Mal nee. Dann ist das nicht doch. Mein Sack. Den findet man nicht einfach so. Doch, sicher. Ich habe doch. Klar, wirklich. Den hast du ja. Da, hier, schau doch mal, Mensch. Das ist wirklich, das ist besser als Privatfernsehen. Warning, you are overbounded. Aha. Da geht noch was. Bob, hier ist doch mein Sack. Du warst doch gar nicht dran. Ich bin was, jemand andere. Ich kommentiere das nicht. Das ist so schwierig. Also. Jetzt musst du sagen, Bob, aha, aber erstmal Verdächtigen. So, 120 Lehm ist schon verarbeitet. Ich hab hier auch nochmal 180. Und dann aha. Leg mal eine rein, dann hack ich. Nach, oder? Kannst du es mir reinlegen? Dann hier mit ja, Linksklick. Wer, wo? Linksklick, auf das Schild. Ja. Linksklick auf das Linksklick. Und dann I Inventar aufmachen und den Lehm reinziehen unten rein. Wir haben ach, ja. Linksklick. Rein. Linksklick? Nee, Linksklick. Nee, geht. Drin. Und jetzt? Einfach rausgehen wieder, Leute. Ja, einfach wieder rausgehen. Bin draußen. So 180. Warte, Moment. Dann fehlen noch 100. You cannot do anything. Was ist ein Killin? Ich mache jetzt hier ein Furnace hin, okay? Seid ihr mir böse Moment, darüber? Moment, warte erstmal ab, wie groß der hier wird. Ich bin mir nicht sicher von der. Ja, wer buddelt denn jetzt hier? Bob, hör auf zu buddeln. Ich einfach drop Escape was. Drücken. Ich buddel nicht, ich drop etwas. Warum droppst du denn das, Mann? Weil was droppst du denn? Weil ich hinzufügen kann. Das Clay. Wieso kann ich nicht. Wie drückt man auf Waffentaste? Bob, hör auf. Ich. Passiert da jetzt was? Kling! Hast du jetzt überlegt, wie man das macht, oder wann? Du musst ja, das ist ein spannender Moment. Los, Ofen, komm. Ja. Achse, Gedeihe. Ich frage mich, warum er eine bloße Hand schlägt, weißt du? Und das anhört, als wenn er eine Eisenhand hat. Ja, das ist mein Schnauzfaust. Übrigens, wenn jemand so nah dran steht, kann man nichts bauen. Nur so als Hinweis. Bob, ich wollte lernen. Also ehrlich. Ja, ich gehe mein Eckchen, ist okay. Hier gibt's nicht zu wehen, bitte. Ey, da ist sie schon wieder am Schippen. Ja, weil Bob das aufgekippt hat. Das ist kein Flatten. Oh, this part is blocked by terraforming. Jetzt kann ich an dem Ofen nichts mehr machen. Toll, Bob. Bob, geh mal fischen. Ja, ist jetzt kaputt, geht nicht mehr. Nee, ich komme nicht mehr dran. This part is terrain, is blocked for terraforming. Genau dieses Feld, wo Bob jetzt aufgeschaufelt hat, könnt ihr das wegmachen? Flatten ground? Ja, warte, ich mach das. Ich okay, das wenn Beugen. Ja, jetzt ist kacke. Jetzt kann ich keinen Rechtsklick mehr machen. Mal. Observe. Also ich kann's, aber ich bin halt noch überladen, also von daher bringt das ja nichts. So. Das ist, aber das ist um eins höher, okay. Genau. Warte. Terraforming Flattened Ground. Cool, Alter. Du kannst dich ja noch drehen und so ein Scheiß. Und zu bam, bam, bam. Hau ruf da mit deiner. Willst du den haben? Okay. Ja, aber, ich möchte den hier. Aber du musst noch ein Haus das, hin. Also aber, wenn du den jetzt hier mitten in die Pampa, wir können es abbauen. Ist zu spät. Nee, wir können es ja immer noch abbauen. Bitte? Baust du fertig, Jolle, dann hol ich mal das restliche Material, die 100 Lehm. Ja, genau. Man kann das noch abbauen, also alles, was Bob, du hast schon Fische. Ey, ich sehe nicht, dass du die Angel im Wasser hast. Die Angel tut man auch nicht ins Wasser. Ich habe eine neue, schöne Aufgabe für dich, Bob. Wir brauchen ein bisschen Sand. Wirklich Sand an einem Strand. Ja, magst du abbauen oder nicht? Ja, nein, vielleicht Gummibaum, musst du sagen. Bob, Gummibaum. Bob. Gummibaum ist bei mir auch ja. Also, mir Wasser. Bin ich jetzt Wasserträger? Bring mir Wasser, Bob. Schieß dich. Ich bin auch noch eine Runde Daisy, hä? Eins gegen eins. Wäre witzig. So, ich bin wieder überladen. Also, wer braucht jetzt Sand? Du könntest Sand ein bisschen Sand abbauen, hm? Den können wir gleich in diesen Kiln packen, haben Glas. Wo darf ich denn das hin? Können wir mit Glas machen? Am Fenster und Glas halt. Das ist auch schon halt. So. Was Glas halt so ausmacht. Ich möchte gerne einen oder eine Altglassammlung. Ich hätte ja eine Wasser. Wasserdeck im See, ne? Aber Jack, mal ernsthaft, mach das nicht dahin, weil du willst so ein Haus umbauen und du brauchst hier Platz für Häuser. Das ist meine Fläche. Mir wurde versprochen, dass das meine Fläche ist. Das ist ja nur ein Tipp. Danke. Jetzt Bob deine Tipps geben, der braucht die. Wow. Ich bin jetzt 12 Lehm vom Bauen. Wollt ihr dem großen Ereignis beiwohnen? Oh, natürlich. Nein.
Der erste Ofen. Schenk. Jack, ich stelle deinen Ofen. Mein Ofen? Nicht unser Ofen. Okay, dann stelle ich ihn jetzt fertig. Mach es. Wenn mich das Spiel, diese Scheiße, die sich Spiel nennt, na? Jetzt. Build. Ich würde den Ofen direkt neben dran setzen. Weil der sowieso das Material irgendwie, glaub, umschichten muss, oder? Und hier kommt denn, hier könnte die Schmiede hin, deswegen habe ich noch Platz gelassen. Okay. Der Ofen, ja, jetzt hat er ihn ja da eingepackt. Da ist er! Yay! Es ist ein Erdglotz entstanden. Was soll denn das sein? Auf der anderen, unten siehst du doch, da kannst du brennen. Ja, das wird jetzt deine Aufgabe, Jack. Soll das sein? Unten siehst du doch. Aha. Setz mal den Ofen vielleicht irgendwie dahinter, daneben oder was? Gott, deswegen kann ich den hier wieder abbauen. Ja, mit Linksklick. Glaub auch mit Rechtsklick auf das Schildchen und dann geht da irgendwie Deconstruct oder sowas. Das ist ja schön. Nee, da steht nur Create. Ich mach. Stimmt. Ich kann wieder nichts machen mit dem Zeug. Jolle, kannst du das Deconstruct? Warte, ich guck mal. Einfach unskilled. Ist aber noch nichts drin reingebaut, das müsste eigentlich weggehen. Du lach nicht so richtig. Ist nur Create, hat er recht. Also ich hol mal Steine für Sharpen Stone. Damit wir in dieser Folge vielleicht noch das Hütchen für den Schmiedemeister hinkriegen. Wir haben übrigens was gebaut. Hat jemand Knaller bei? Ja, ich Deconstruct. Wir haben das erste Mal was gebaut in diesem Spiel. Oder? Ist das nicht so? Soll ich mal eine Hütte hinsetzen? Wir sind nicht mehr jungfräulich. Eine Hütte, ja, setz dir mal eine Hütte hin. Create. Ich hab noch nicht das Level. Ich muss erst ein paar Stones sharpen. Ich geh mal an Steinbruch. Habt ihr Stones? Du hast Stones? Ja, wie du brauchst. Dann leg die mal im Säckchen hin, hier irgendwo, ein bisschen außerhalb von dem Gebiet. Stones kannst du nur, glaube ich, so auf dem Boden. Ja, Jack, möchtest du... Komm hier vielleicht mal runter, bevor wir den... Ich hab's gedroppt. Möchtest du so ein Tiny Shack, ja. Tiny ist das. Was hast du für Stones? Flintstones eventuell? Und Sharpen Stones. Sharpen Stones, wie viel hast du da gedroppt? 24. Das könnte sogar schon reichen, ja. Aber ich kann es nicht verarbeiten, nur Jorle kann es verarbeiten. Jorle, willst du die Hütte nicht hier weiter hinten hinbauen? Hätte die jetzt hier neben den Ofen platziert. Okay. Muss Jack sagen. Jack, wo willst du seine Hütte hin haben? Ja, bitte. Du es. Ja, bitte. Wo willst du hin haben? Ja, bitte. Ja, neben dem Ofen. Ich habe wieder die Geistertöne. Ich geh mal da weg und ich hole mir noch ein paar Sharpen Stones. Beziehungsweise Stones. Ich würde sagen, wir machen das einfach so, wir bauen pro Folge jedem sein Arbeitsplätzchen so ein bisschen auf. Ja, demnächst kommt eine Platte raus. Jack singt Life is Feudal Songs. Remix! Kann ich hier irgendwo mal sagen, wie lange macht er denn jetzt hier? Bob? You failed! Ja. Was? You failed anything? Ich möchte. Schnauze! Dumme Ding, du! Bob, was ist los? Wo drückt der Schuh? Schon wieder. Ich möchte Sand loswerden. Sand loswerden? Ja. Kannst du diesen Killen aufmachen? Nein, das Spiel ist aufgehängt. Kann ich machen? Oh Mann! Jetzt sag noch schnell Tschüss. Nee, ich kann dich ja nicht. Ach, fertig. Entschuldigung, ich dachte, du bist. Sorry, Jolle. Nein. Bin bei euch, ja, ist alles klar. Hat sich gar nicht aufgehängt bei mir. Na dann. Der Ton läuft noch weiter. Dann. Haut ab jetzt, hier! Endlich. Okay, bis gleich. Bis gleich. So. Einfach weitermachen. Also, ihr Lieben, ich bin wieder zurück. Also nach dem kurzen Ausflug auf den Desktop. Baby. Ihr seht mich da hinten. Okay. Ich komm. So, Bob hat seinen Haufen gemacht. Jo. Hat er gut gemacht, der Bob. Hat er gut gemacht, ey. Oh, übrigens mein Furnace alleine. Also, das, was jetzt eben passiert ist, warum ihr bei mir jetzt einen Schnitt erlebt habt, bei Jack lief es irgendwie weiter. Das ist einfach das Problem mit dem Spiel. Das ist im Moment nur am Abstürzen. Die haben irgendwie ein Update rausgebracht. Was haben wir denn heute? Wir haben heute Freitag. Den dritten. Und da kam nochmal ein Update anscheinend. Und seitdem... Oh, ich pass mal auf, dass ich mich nicht auf den Elch setze. Naja, wenn du dich auf den Elch setzt... Dann ist er weg. Nee, der Wolf ist jetzt da. Der ist da am Wasser weiter links. Ja, der Elch hat den Wolf gekackt. Ja. Hat auch einen Haufen gemacht. Ja, ganzen Wolfhaufen. Ist alle verwandt mit Bob. Wow. Was ist eigentlich Klo? Low? Low?
Was macht Plow bei Farming? Das ist ein Flug, oder? Genau, das Flügen. Ist halt so umflügen. Hm? Gut gemacht, Jack. Gut. Dankeschön. Aha. Egal. Was denn? Mhm. Mach weiter. Flüg du gleich. Schmerzen von dem Schlag. Dein Feld, Mann. Was? You can't do any action now? Warum kann er jetzt nicht Action machen? Steht noch bei der Mine oder wo seid ihr? Ja. Du, ne? Du bist bei der Mine? Ah, jetzt geht's. Ja, weil du wahrscheinlich keine. Gut, hab ich gesagt. Nee, hat eben gesagt, you can't do action now. Manchmal funktioniert das auch nicht, wenn man direkt auf dem Feld steht. Man muss dann einen Schritt zurückgehen. Das könnte es gewesen sein, ja. Achso, Moment, ich hau jetzt schon wieder Eisen ab. Da haben wir eigentlich erstmal genügend von. Ich hau mal ein bisschen Stein ab. Da mache ich einfach noch eine Mine hier neben dran. Alter, ich hab schon wieder. Was hast du? Ich mache hier irgendwas falsch hier? Nur. Warte mal, Fetti, Olle. Soll ich einen zweiten Furnace bauen? Bin gleich dabei. König der halben Sätze. Bin auch gleich nicht mehr überladen, dann kann ich auch mal ein bisschen Holz holen, damit wir hier Licht haben, aber dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Ich hab Holz so. Dabei. Dann schmeiß das mal in das Campfire. Okay. Hinten liegen noch Holz, rum. Ja, die habe ich schon abgesägt. Ja, dann lass die doch Bob tragen, der hat da nichts zu tun. Wie kann ich das... Wie kann ich das rüberziehen ins Feuer? Das Feuer aufmachen? Ja. Was hast denn du genau? Hast du Baumstämme oder Branch? Hast du... Baumstämme sind ein bisschen groß, ne? Oder Billets oder was hast Branch. Du da genau? Branch. Achso, na die, ich schmeiß einfach rein. Hey, was? Ich hab was gekriegt. You can't place that there, there's no more room. Ja, aber was ist denn das? Zu viel. Wie kann ich das splitten? Ich hab Grapes bekommen. Mit Shift. Trauben? Mhm. Hast du gefarmt? Nein, den hat er wahrscheinlich aus meinem Sack geklaut, dieser Jack. Nein, die habe ich bekommen. Bitte guck dir meine Folge an. Minute 22, 41. Guide will wild plants. Ach so. Ups, vielleicht hat er was falsch gemacht. Alles gut, nichts passiert. Also Bob hat Feuer gemacht. Es war eine dumme Idee für mich in die Mine zu stellen. Das heißt, ich komme gleich zurück. Komisch. Na komm, ich jetzt. Overburdened. So, mein Inventar ist endlich mal leer. Der baut was ab, aber nimmt es nicht auf, weil ich immer noch over... Ach, leck mir am Arsch. Ich komme jetzt zurück. Oh, da hinten brennt Feuer. Haben wir extra gemacht. Ich habe einen Fisch reingelegt, aber passiert nichts. Ich komme zu euch. Oh, der Elch knurpst hier rum. Und der Hund ist schon... Ach, der Wolf ist schon wieder weg. Der Wolf hat mich irgendwann mal, als ich hier das Feld planiert hatte, hat er mich irgendwann angefahren. Ich habe mich so verjagt bei dem. Der hat dich angefahren? Ja, es war irgendwie mitten in der Nacht und ich bin da lang gekommen. Der kam mit seinem Porsche rum und dann... Nee. Dann kam Roadrunner hinterher. Das, meine Freunde, ist die Welt des Jack Fleischhammers. Was denn? Was ist eigentlich mit Folgenende? Folgenende? Naja, ich hatte ja einen Schnitt drin, von daher gibt es heute eine etwas längere Folge. Ich muss noch zum Lager zurückkommen, weil sonst fühle ich mich... Ja, sonst fühle ich mich hier irgendwie... Nee, macht Sinn. Na klar. Ja. Oh, ich kann da eine Fried Truit machen. Cool. Kriegt man irgendwann mehr Plant Fiber, wenn man hier... Ja, das dauert ja ewig. Du musst halt ein bisschen aufsteigen, ne, Jack? Ich bin schon auf 7. Er laggt. Jetzt hängt Skilltree. Das ist wahrscheinlich, weil ich die Troop mache. Er laggt immer noch. Jetzt geht's wieder. Ich bin schon bei 9, krass. Jolle. Also, weißt du, da bringen die ein Update raus und sagen, yo, jetzt haben wir das mit dem Memory Leak gefixt. Dafür haben wir euch Lags eingebaut. Nope. wo sehe ich mein Skilltree oder wie? L. Wie gut ich, L. Beziehungsweise... P, siehst du deine Stärke, Agility und so. Die Stärke und... Jetzt, ja. Bob, geh ruhig raus in die Welt und mach ich was. Ich brate Fisch. Lass mich Super. Doch jetzt mal. Du brätst Fisch, kann man das so? Muss man keinen Topf haben? Nein, ich hab Stecken gar nicht. Was machst du da in meinem Ofen, ne? Was machst du da? Hallo? Ja. Ich seh dich, was machst du da? Hast du schon ein Furnace gebaut? Ja. Check. Nee, hast du nicht. Oh. Ich säge gerade. Ja, das habe ich gehört, aber... Ich bin noch dabei, ich muss hier nur Plant Fiber. Das Einzige, was ich noch brauche.
Geht das alles so leicht, wenn du dich in der Mine vergnügst mit dem Wolf? Elch. Und dem Elch. Mit beiden. So, der letzte Eisen. Jetzt haben wir es am Boden. Sehr gut. Wieso kannst du sägen und ich nicht? Ich habe das wahrscheinlich schon dadurch, dass ich ein paar Bäume... also die Setzlinge habe ich ja auch in der Nacht gemacht. Wer klopft denn hier? Ich höre ihn klopfen. Achso, das ist wahrscheinlich wieder Soundbug. Ja, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Achso, du hast hier... Dann packe ich doch mal eine Blendfarbe mal hier rein, die hier noch benötigt werden. Oh, toll. Drin. Na, super. Das wäre nett, ja. Okay. Stufe auf Level 19. 21. So, das klopfe ich im Duett mit dem anderen Klopfer, dem virtuellen. Ja gut, ich meine, das Spiel ist Early Access. Wie viele Updates haben sie rausgebracht? 2. Oh, das ist aber... Ui. Wo ist denn hier eigentlich der Eingang? Ich sehe den Eingang nicht. Vorne. Nee, bei mir ist da... Ein Loch. Nee, ist nicht. Jack, geh mal jetzt an deinen Killen hier ran. Und drück mal, also... Ich habe einen Ofen gebaut. Ihr kennt das, irgendwann betarget, yeah, Objekt. Hier, jetzt hier kannst du einschmelzen an dem Ding. Wenn du hier Eisen reinzimmerst und Brennmaterial... Ihr Lieben, ich würde sagen, das Klopfen, das Virtuelle werden wir abstellen, indem ich mal kurz aus und wieder einlogge. Mias, kannst du mich mal kurz befreunden? Dich befreunden? Ja, oder weiß ich nicht, weil ich darf hier nicht ran. Nee, nicht ich, Mias. Dann ist er, ich darf aber jeden einladen. You cannot do anything with this object. Ja, du musst erst Mining lernen. Warte. Aber ich konnte noch hinstellen. Das macht ja nichts. Das ist wieder Construction. Das ist was anderes. Du bist jetzt Mining. Ja, Jack, du musst ab in die Mine. Ja. Be mine. Aber ich kann nicht einfach irgendwas meinen. Ich würde sagen, wir leuchten euch. Wir lösen uns vor dem Elend. Machen an dieser Stelle erstmal eine Aufnahmepause, denn wir sind am Ende einer Folge. Auch wenn hier ein kleiner Abschnitt. Jack, komm mal her. Bisschen. Du, Jack, vielleicht ist ja schon mein Freund. Jorle fehlt noch. Ja, wieso war ich denn? Ich bin gar nicht mehr da. Ja, weiß ich auch nicht, was das war. Jetzt sind wir wieder Freunde. Ja, ihr Lieben. Yes, eine weitere Folge von Life is Feudal geht zu Ende. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Der Herr Fleischhammer hat schon sein... Was ist eigentlich der Unterschied? Der Furnace und das andere sind Kiln. Das ist der Furnace ist klar, das ist der Ofen, sagen wir mal, der auch einschmelzen kann. Und der Kiln? Ich glaube, der Kiln kann einfach noch ein bisschen mehr machen. Eben Glas, soweit ich weiß noch. Ah. Das steigert sich dann später. Gibt es noch die Schmiede und den Ofen halt. Okay. Nun gut, es wird Tag, die Sonne geht auf und wir sehen uns zur nächsten Folge von Life is Feudal wieder und das schon übermorgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen hoch da und in der nächsten Folge werden wir mal gucken, dass wir ein Haus hingezimmert kriegen. Dann würde ich sagen, bis übermorgen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.